Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo. Es ist endlich Zeit, gegen den König der Magier zu kämpfen. Ich bin es, euer MC Muffix, und unser Grand Order dauert nun schon lange, lange, lange Zeit. Und so langsam ist es an der Zeit, dass dieser auch Erfolg hat. Wir müssen uns nun gegen den König der Magier stellen. Den scheinbar unaufhaltsamen König Solomon. Er hat die Singularitäten erschaffen, um die Menschheit auszulöschen. Auch wenn wir immer noch nicht den Grund hierfür kennen, dürfen wir nicht wanken. Wir dürfen nichts sagen und wir müssen ihn mit allen Mitteln bezwingen. Er darf nicht siegen. Nicht hier, nicht jetzt, nicht heute, niemals. Mit der Hilfe all unserer Servants sind wir so weit gekommen und wir werden jetzt alles daran setzen, ihn zu bezwingen. Und deswegen legen wir jetzt hier richtig los und hoffentlich schaffen wir es, ihn zu bezwingen. Ich nehme die Party hier. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet, liebe Leute. Denn es ist endlich Zeit. Wir haben den Thron erreicht. Und nun werden wir Solomon bezwingen. Übrigens, Mann, warte, wir machen was anderes. Zack, kann ich da ein anderes Server mitnehmen? Meshi? Wieso soll ich Meshi eigentlich nicht? Soll ich Meshi mitnehmen? Ich hab keine Punkte, Mann. Das. Nehmen wir einfach Caesar mit. Einfach ein bisschen Mendoza. Der bringt zu uns nicht viel, aber egal. So. Legen wir los! Zeit, Solomon sie entgegenzustellen. Am Thron vom König der Magier. Hier im Tempel der Zeit, wo die Demon-God-Pillar regieren. Ein für alle Mal werden wir ihn bezwingen und die Menschheit retten. I have seen much sorrow. I have seen much grief. I have seen much misery. Even if Solomon did not feel anything, I know we could not endure any further cruelty. Don't you feel anything? Don't you want to try to correct this tragedy? No. It is God who punishes men. The king just regulates them. The sadness of others does me no harm. All humans are creatures who reach their conclusion. Tod verderben. Der Weg der Menschheit. The rational is unacceptable. Such a system cannot be allowed. We discussed this. We reached a decision. To take leave of everything. This sapient being had mistaken even the meaning of God. Wer sind aber wir? Oh mein Gott. Der Thron am Ende der Zeit. Visibly has returned to normal. This is the King of Mages' throne. Phew. Phew, when did you get here? We left you at Caldea for this mission. Wir können Fudo nicht zurücklassen. Eastern Section Observatory, Armory, Chamber of Life, Silence. Western Section Information Center, Control Tower, Gazing Star, Silence. We underestimated their heroic spirits. Even though we do not disappear, to be defeated in battle over and over is what we expected. Not what we expected. Ah, confirming a figure on the throne. It's the King of Mages, Solomon. Yes, we've met once before, I believe. Welcome, Caldea's master. Kings are usually pleased to show hospitality to guests from faraway places. I unfortunately hate humans. I will give you neither a reward for your long journey nor goodwill. All I have for you is fury and the question why. Why have you come here? Why couldn't you have restrained yourself for just a few more minutes? We were putting the finishing touches on the virtual first noble phantasm. Ars Nova, why must you appear before the startup calculation was complete? First virtual noble phantasm? Like me, he didn't know his noble phantasm's true name. Then this King Solomon is... That is correct. Our free noble phantasm. The virtual first noble phantasm that just needs a matter of minutes to mature.
The second noble phantasm is the space itself. The time of coronation have come. I am the beginning of eternity. Ars Paulina. In other words, my reality marble, Solomon's Grand Temple of Time. A workshop of void space outside of physical reality and isolated from time. The second noble phantasm was this domain itself. Then the third noble phantasm you mentioned must be the bands of light. According to Chaldea's measurements, the energy it would take to exceed the bands of light doesn't exist on the Earth. That's what scorched the entire Earth, ended the human race and incinerated humanity. Of course not. Do not tell me Chaldea's commander can be so blind. It is true that these bands of light could burn the outer layer of this planet. But how would I benefit from that? Why do you think I would have gone of the trouble of incinerating your lot? You have it backwards, Mesh. Unfortunately, an energy source exceeding the bands of light doesn't exist on Earth. Fool, that's exactly right. Because it is made of you people. The bands of light are made up of all the energy gathered from Earth. Das war das, was wir in der ersten Szene gesehen. Die Jahrtausende hat er die Energie gesammelt und diese nun aktiviert, um die Menschen auszulöschen. By destroying the foundation of humanity and reducing the strength of human history to zero, our gaze can set fire to all. Flames will engulf the surface, burn our life and civilization, and finally be extracted as residual spiritrons. After all, there's only one Earth. The amount of heat obtained upon burning it doesn't amount to much. But it's different with the planet's inhabitants. No matter how many of you I kill, you continue to prosper. I made the singularities, fractured history, and cut the connections between what came before and what followed after. Reaching from the present into the past, I was able to bring you to nearly limitless energy. The bands of light unify all of that. The heat you looked up in was this planet's passion. It is the vestige of the people of each era, the consolation of everything, the very crystallization of human history. Then it's true. Your aim wasn't to destroy the human race. It was just to use humankind as fuel. It's just as Mr. Holmes speculated. But then, what will you use for that energy for? Why do you need that much magical energy? Of course, so I can attain the ultimate position. We have no faith in you. If no one is going to achieve it, then I will. If no one can conquer death, then I will. And you will die miserably. Cling to your insignificant. Live for the brief moments remaining before my great task is complete. Just who are you, Solomon? Eine Bestie, ein Alien, ein Monster. Der Heilige Gral selbst. I am Solomon, or at least this body is, but at least, ich kann die verrückte Stimme immer machen, das geht mir so auf den Hals, but let that be the end of your entertaining conversation. It is time to commence our thrilling massacre. The Rockspirit's resistance means little. Granted, as long as the throne exists, they pass an inexhaustible threat. But in the end, they are mere servants. If I kill their master, it is all over. You are the anchor for those heroic spirits. If you perish, every single one of them will leave. Honestly, what could be easier? Truly, you should have just enjoyed humanity's final year. All of your actions have been for nothing, Maxi. Oh, the worst master of the human race. The payoff begins now. Burn to ashes like trash. The human race will perish with you. Nein. Hate to say it, but he's right. We can't fight unless we're summoned. That is the limit of a rock spirit and a servant. Of every era, the ones who build things are always people living in the cutting edge of the future. Yeah, that's why. You're going to get there, Maxi. You'll reach the place so we can't go. You'll cross over the seven grades and reach the end of time. And then you'll corner that bastard's grandcaster. It's something only you can do. Mordred. No, you're wrong. Sandpaper hasn't been meaningless.
No matter how true or painful, tough or painful your things got, Simpa always did everything he could. He always kept moving forward. All of those efforts have led us to this temple. Master Maxi is the best master. We are proof of that. Master, I await your orders. By your will, I crush Solomon, the king of mages. Yeah, let's go, mess. Fine, our suicide attack is it, then I shall enjoy it from my front row seat. Your vain efforts, your impotence, your frustration, offer all it up to us. Zeit für den Kampf gegen den König der Magier, Solomon. Es ist Zeit. Komm, was ist es? Grand Caster Battle. Grand Battle. Episch Battle to the Maid. Mage King appears. Oh Leute. Egal wie wahnsinnig du mich anglubst und wie viel Goldschmuck du hast. Weißt du, was du als kleine Problemchen hast? Du bist ein kleiner, ganz unwichtiger Caster. Ob Grandcaster, Mittelcaster und wenn du nicht gerade Gilgamesh bist in seiner Casterform, bist und bleibst du ein kleiner Caster. Und leider haben Casters ein Problem. Ein ganz kleines Problem haben sie nämlich. Nämlich, sie sind anfällig für den wahren König, den es hier in diesem Universum gibt. Ozymandias! Evade? Okay, liebe Leute, ich muss jetzt hier zu meiner Schande gestehen. Normalerweise spoilere ich mich ja nicht, was hier kommt, aber ich muss sagen, also der... Und ich kannte den finalen Boss dieses Spieles. Kannte ich ehrlich gesagt schon, bevor ich überhaupt richtig angefangen habe. Es war immer für mich der Moment, kann ich Fake Grand Order schaffen, ohne hier großer... Also ohne groß Geld auszugeben. Und deswegen kenne ich, muss ich sagen, den finalen Bossfight des Spiels zu meiner Schande. Aber... Ja. Schade. Hat nicht geklappt. Aber nichtsdestotrotz, liebe Leute, ich weiß nicht, wie es storytechnisch ausgeht, aber deswegen bin ich jetzt zumindest hier halbwegs gut vorbereitet in diesem Kampf-Battle. Was uns natürlich jetzt hier doch hilft. Defense down. Hero Creation. Und Zeit. Loslegen. Mach mal, nee, wir machen ein Buster Breath Chain. Ha! Legen wir los, Mann. Es wäre wahrscheinlich schon besser gewesen, mit Ozzy einfach durch Brave zu chainen, aber egal. Dafür haben wir jetzt Triple Defense dann wieder und das ist so nice, Mann. Marte, es ist doch so nett. Mit Marte hat meine große Reise begonnen und definitiv als eines meiner wichtigsten Mitglieder geht sie hier ein. Wie viel Schaden hat das gerade gemacht? 240.000! Bist du bescheuert, Mann? Oh, Remove Boss. Ja, das dachte mir schon, dass du sowas Fieses drauf hast. Aber okay, er hat wieder seine Evade drauf. Das ist schlecht. Aber, sagen wir uns ganz ernsthaft, problematisch definitiv nicht. Denn ich hab Ozzy. Das Burning stört mich mehr als alles andere. Er greift mich auch nie an, er macht immer nur seine Mahnigen Special-Fähigkeiten. Eigentlich wäre es super schlau, Martas Fähigkeiten hier zu machen. Weil Marta kann ja die ganze Party heilen, aber ich mache das jetzt einfach so. Ich hebe mich jetzt auf, weil er wird wahrscheinlich in der nächsten Runde irgendwas Fieses machen. Also. Ich brauche Crystals. Crystals sind nicht schlecht. Und er evadet eh wieder. Oh mein Gott, sie trifft Mama her! Einfach diese schöne CE, dass er immer trifft. Also, deswegen ist es eine ganz nette Sache. So. Wir sind hier. Wenn er sich Pierce Invincibility macht, dann muss ich sagen, ist das gut. Also, liebe Leute, nochmal zum Ding. Also, ich meine, man spoilert sich zwar gerne über Grand Order. Ich habe das jetzt eher weniger gemacht, aber ein bisschen kenne ich mich natürlich doch aus, was jetzt hier passiert. So. Ja, ja.
hat gar nicht wehgetan. Ah. Na gut. Aber das bedeutet natürlich, wie gesagt, nicht, dass ich storymäßig irgendeine Ahnung habe, was passiert. Aber es war also nett, wie gesagt. Ich habe ja, wie gesagt, Grand Order geschaut. Schaffe ich Grand Order, ohne Geld auszugeben? Das war immer mein Hauptding. Und, naja, bis jetzt sieht es ganz gut aus, oder? Martha? Ozzy? Beim nächsten Mal bist du eh schon Game Over, Mann. Ja, genau. Mach, hau drauf. Mann, nicht schon wieder deine. Er macht echt jede Runde die Welt, Mann. Kannst du nicht einfach mal mich ganz normal angreifen, du Lutscher, Mann? Es wäre mir tausendmal lieber als deine Kacke hier. Ha! Es ist losgegangen. Es geht immer nur um den Angriff ab, Mann. Das ist das Wichtigste, Mann. Bombotschü! Du kannst die Welten, wie du willst. Es gibt keine Flucht, Mann, vor sie. Ah, es ist so dramatisch. Und deswegen, wie gesagt, ich weiß auch, welcher Kampf uns als nächstes vorsteht, weil das hier war natürlich unsere kleinste Herausforderung. Und vom nächsten Kampf habe ich schon ein bisschen Schiss, um ehrlich zu sein, aber nur gut. Das ist eine fiese Fähigkeit. Er soll mehr seine Standardattacke machen. Ja, hau drauf, Mann. Die macht er irgendwie nie. Oh, Mann ist tot. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ist nicht so schlimm. So. Denn jetzt geht die Party erst richtig los, denn keine Party ist eine Party und eine Jolte Party, Mann. Schade, ich hätte sehr gerne seine seine Fähigkeiten noch aktiviert, aber. Yeah. Schade, aber dieses Ding langt nicht, um ihn hier um's voll zu machen, gell? Na egal. Das ist ja schlimm. Denn ich glaube, so oder so, war's das von unserem großen, mächtigen König. Der Magier. Der Magier. Vielleicht, weiß ich nicht, der Tellerwäscher bist du vielleicht der König, aber nichts gegen Tellerwäscher. Die sind, glaube ich, ein bisschen mächtiger als du. Ja, ja, das findest du Nurui, Nurui. Ich zeig dir mal gleich, was Nurui ist. Denn auch der König der Magier hat keine Chance, wenn da Pyramiden kommen, da Pyramiden kommen und auch da Pyramiden kommen. Den Deris. König der Magier gegen König der Sonne, liebe Leute, Mann. Also guck mal, Schalter, ich bin so stolz auf dich. Okay. Easy fight. Wir haben so stärkere König der Magier bekämpft. Für meinen Geschmack, um ehrlich zu sein. Aber okay, liebe Leute, das war natürlich auch nur der Anfang von dem, was uns jetzt hier noch ein nettes, lustiges erwartet. Aber sind wir bereit, um weiterzumachen? Natürlich. Übrigens, wir dürfen nicht vergessen, ich war jetzt so, Ding, es wird Mesh der letzte Kampf sein. Wir wissen nicht, ob Mesh hier bestehen wird, weil ihr Körper zerbricht ja. Das wurde uns ja öfters hier nun schon gesagt. Did you think it was to cut over? Too bad. That was a warm-up. This is the main event, Chaldea. However, that was quite a display of struggle. I command you, that blow was just now reached the core of this body. I'm getting an abnormal reading on King Solomon's spirit origin. Master, be careful! The rings. That's it. The rings. Puh. Er beschwört was? Wartet, sind das irgendwie Beschwörungsdinger? The rings. Only the one on his left middle finger is different. True, that's the only one that doesn't match the rest of the rings. Mr. Holmes said something didn't feel right at first sight, so he meant that ring. I'm not incompetent, King. Though I declare the human race foolish, I value correctly a strong, fierce creature. As such, I praise you for putting up a good fight and grant you the honor of witnessing my true form. Jetzt verstehe ich, die Ringe an seinen Händen können, oder signalisieren wahrscheinlich die Ringe am Himmel hier und er hat diese ganze Kraft nur gespeichert. Bands of light, illuminate the throne room. Let my great feat begin. Demon God pillars are proliferating. They're covering the throne room. Let this room be filled with our blessing. For one of the beasts of disaster, an evil of humanity, shall manifest right here. Oh nein.
Nein, nein, ich hab's vorher schon gesagt. Eine Bestie. Erneut eine Bestie, der wir uns hier entgegenstellen müssen. Leute, beim letzten Mal war ganz Uruk verloren. Und wir haben hier den Tod höchstpersönlich gebraucht, um eine Bestie zu bezwingen. Und nun erneut. Master of Kaldea, you asked me who I am. I answer the question. I existed as Solomon, the King of Mages. I am the King of Mages Avatar, as well as the system he created. I am the first familiar he created that became the foundation of your mages. I ruled a nation with Solomon and was left behind when he died as a primordial curse. I used Solomon's body as a nest and achieved incineration through a summoning spell. My name is... Well, I will rid myself of the title King of Mages. There's no more need for a deception. I had no name, but if you want to call me something, call me this. I am the one who shall attain true wisdom as well as was desired of me. I am the one who shall devour you to reach a new height and create a new planet. I am the one who shall gather 72 curses and set flame to all of history. I am the ritual for the incineration of humanity. I am Goetia, the king of demon gods. Eine Bestie, genau wie Tiamat. Ein Monster, jenseits des eigentlich Möglichen. Ein heiliger Geist steht uns bevor, aber was wir davor bekämpfen müssen, das sprengt alles. So, das sprengt alles, was wir hier erwartet haben. Lassen wir uns unterkriegen, nein. Ozzy, ich habe doch dich an meiner Seite und mit dir werden wir das schon irgendwie schaffen, Mann. So, Section 12. The Future. Es geht um die Zukunft, aber können wir alleine gegen eine Bestie bestehen? Goetia, the name of the 72 demon gods combined. A living summoning spell that hid itself inside King Solomon's corpse after his death. Then it gained a will and incinerated. Not just that. The spirit origin signature I'm seeing doesn't even belong to a caster anymore. That is no longer King Solomon's body. It's one of the seven evils of humanity. Beast One, a beast of disaster. Correct, I was. No, we were created by human hands. I'm a higher dimension being that no longer required flesh and blood. I was granted greater powers than humans and once lived to serve them. But that is no longer the case. I'm done with humans. Once there was a king who was omnipotent and omniscient. He was given these powers by God. His eyes could see the past and future and know all there was to know about the world. We became that man's shadow and saw what he saw. No, as we were his guardian spirit, we had no choice but to synchronize with him. We saw much sadness, we saw many betrayals, we saw much pilgrimage. We saw many ends. We have seen enough and will see no more. Even the gods can meet no end to this planet except through annihilation. We no longer care about humans or the future. What I seek is a perfect environment to raise a healthy sapient being. This planet was a mistake. It was madness, predicted on life with a fixed duration. I reached the apex of it all. I shall go 4.6 billion years into the past and bear witness to the moment where the celestial body was born. I shall absorb all its energy and make myself into a new planet to remake this whole world. I shall rewrite the book of Genesis and create a world without the concept of death. That shall be our grand deed. We did not destroy mankind out of hatred. We needed the energy to venture to the past. We needed it to perform the infinite, instantaneous thing, tuning necessary to control the birth of our planet. A plan like this requires a vast amount of magical energy.
To be precise, 3000 years worth of the magical energy stored by all sapient beings. And so, by turning all of human history from 1000 BC to AD 2018 into magical energy, we would have acquired the necessary amount of to journey to the beginning of this planet. That is the only reason for us to incinerate mankind. To us, humans are just fuel for our propulsion device that could launch us to the very beginning. Behold the throne that is the convergence of your life. Our bands of light are the infinite accumulation of human history itself. Humans could never defeat them. Remake this planet. No one can beat these bands of light. Foo! I see, I was born for this exact moment. Isn't that right, Doctor? Mesh? Now then, I have shown you due to respect. It is finally time for our retaliation. As you heard, we are very busy. My true work is still waiting. Even creatures as foolish as you must find it frustrating when forced to revisit work you'd thought complete, yes? The time has come. The plan for remaking of the planet is complete. The plan for them. And obviously, on this journey to the apex, you're unnecessary. I shall now perform my last task in this region, in this era, and on this earth. Welcome, everyone. Now die. The word that ends this useless discussion. Wait here. The King of Demon Gods has entered a combat sense. If he uses those bands of light, we can't win. We need to defeat him somehow before he uses his noble phantasm. Oh, Ozzy! Dein Skill können mir echt gut helfen. Oh mein Gott, ich habe seine CE nicht gewechselt. Liebe Leute, Mann, es ist Zeit, um gegen den König der Dämonen zu kämpfen. Den Ursprung alles Übels, der Advent Beast, Evil of Humanity, Beast One. Ey, hör doch mal, der Punkt so stärker war soll. 1 Million Leben! 1 Million! 1 Million! Ich weiß nicht, ob unser Pharao dagegen überstehen kann. Pharao! Genau. Okay, nur noch 982, Mann. Jetzt geht's auf, Mann. Jetzt geht's bergauf. 1 Million Leben. Level 100. Tiamat war ein Witz dagegen. Und finden, dass das ein Noble Phantasm ist. Okay. Gut. Wieso kann er kein Caster mehr sein? Wieso nicht? Okay. Okay. Ich überlege, Mann. Ich überlege, aber es bringt mir leider sehr wenig. Es wird wahrscheinlich wurscht sein, weil er eh auf alle geht, aber trotzdem. Keine Ahnung, Mann. Alter, Mann, das ist ja ein Monster. 43.000, super. Komm schon. Aber solange wir das Schild hier vom Mesh haben, können wir nicht verlieren. Leute, gib mir Alter! So, Attack Up, der ist nett. So, wir brauchen Merlin's MP. Genau, greif Mesh hier an. Greif nicht mehr Schieren, habe ich mir gerade. Habe ich mir so gerade überlegt, Mann. So, okay. Jetzt ist aber Zeit, den Ozzy rauszuhauen. Aber sowas von ist jetzt Ozzy Time. Gleich nochmal. Lordo Camelotto! Warte, was geht eigentlich mit dem Overcharge bei hier nach oben? Das weiß ich gar nicht. Komm, was ist Settings? Effekt, Increased Defense. Das ist definitiv nicht schlecht, Mann. Also, liebe Leute, schmeiß mal die MPs! Oh mein Gott. War das eine dumme Idee? Ich hätte meine schöne Fähigkeit beim nächsten Mal einsetzen können, dann haut er erst seine MP raus. Garden of Avalon!
Stall, liebe Leute, Mann! Stall! Lada! Gabelata! Immerhin kann man durch seine Attacken schön das MP aufladen, das ist immer das einzige Gute. Und Ozzys MP, das könnte es eigentlich ganz gut Schaden machen. Ich tippe auf 1 Million. 1 Million wäre echt nicht schlecht. Okay, 1 Million definitiv nicht. Aber 276. Alter! Aber der macht nur Schaden. Oh. Oh. Was? Habe ich verloren? Nein! Die Kraft aus dem Bed of Light. Wuhu! Das Ende. Deployment of Goichi's third noble phantasm. Confirmed. It can't be stopped. Can it, Master? Ozzy, pack deine Skills aus! How boring. Why would you simply accept this, Mash Cure Light? Goichi? I've come to understand you. Can you not understand me? We both know how utterly meaningless life truly is. We mourn this inevitable approach. Isn't that right? The future is hollow. Humanity is worthless. Because, even alive, they must be in a constant fear of death. No matter what, death always comes for them and separates people from each other. I tire of it. A world without death should be exactly what someone like you wishes for. Though we are all now one, a measure of uncertainty yet remains. We want someone, just a single person, to understand us. If we have even that much, then we can be completely certain in our plan. Mesh Cure Light, a life made by man, and one that is about to disappear. Join with us in rejecting all of human history. Tell us what we are correct. Just say one word. Yes. With your assent, we shall permit you to journey with us towards the apex. Mesh. Great, yeah. You're... I'm sure you're well aware, Maxi, that a life has long since reached its limit. Honor thy neighbor, believe in thy friends, love thy comrade. If that is what human righteousness is, then do not interfere. Something within us is telling us not to leave her to die, to not let the last memories of this planet breathe of tragedy. Don't you feel the same? The incineration of humanity cannot be stopped. If you're going to die either way, shouldn't you at least save Mesh? Mesh. That's right. You've been asking me the same thing all along. It's true that if death is certain, then life is meaningless. I cannot deny that. If you agree. But meaning isn't something humans find in their own lives while they live. It's true that a world without death or endings would be a one without sadness. But that would be wrong. Even if I could have lived for eternity, I wouldn't want to. The world I'm seeing is the one that's right in front of me. Even if my life ends in the blink of an eye. I want to see every second I can of this future. Senpai, will you hold my hand one more time? Of course, Meshi. A shame. Then burn trash. Along with this era. Third noble phantasm deployment complete. I shall herald the end of humanity with the fire that scorches the world. Farewell, Maxi. Farewell, Mesh Carolite. Your journey ends here. No, leave it to me. Mesh Carolite, engaging the enemy. You're just getting started, Master. Your battle isn't going to end in a place like this. Mesh! ではお見せしよう。貴様らの旅の終わり、この星を槍直し、人類史の終焉、我が大行成就の瞬間を。第三ホール展開、繁盛の時来たれ、祖は全てを収めるのだ。さあ、アクタのように燃え尽きよ。
それはすべての傷、すべての怨恨を癒す我らが故郷。権限せよ、ロード・キャメロット。Die Kraft auf drei Jahrtausenden gesammelt von einer Bestie gegen unser Mesh. It was like time had stopped. Nothing on earth existed that could stop those bands of light. But that was only if one fought in terms of physical laws. Her defense was a shield of her psi. If there was no impurity and no hesitation within it, its invincible walls would never melt or break. I knew that, of course. The walls of her castle could defend against even my third noble phantasm, but that meant... That hellish moment continued as she blocked the heat that would pierce the planet. She fought of the journey so far and the journey to come. She fought of her past, and of the future she would not be there for. I'm glad. This should open up an opportunity for you, Master. Thank you for everything. I wanted to pay you back for everything you gave me. That's why I was able to put my own weakness aside and push ahead, Senpai. And now, finally, I really feel like my life had value. Like Captain Drake said, at the very end, I realized my wish. That's right. That's why we wanted your approval. But I regret one thing. I was always the one that was protected. So at least once, I wanted to be useful to Senpai. That is right. Even after all those battles, it still was not nearly enough for her. That was how strong her gratitude toward Maxi was. Even if it all started with a simple chance meeting one morning. She was always protected by Maxi, and he was able to fight because Maxi was there. Behold the result. Her body could not take the heat from the bands of light, and evaporated. But her heart remained untouched, and her snowflake shield remained unscattered as it protected her master to the end. That's why I say that she was neither a brave warrior nor a protagonist of her story. In the end, she was simply an ordinary girl. Warte mal kurz. Nein. Nein, 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 nein. Er hat echt Mesh getötet. Das, nein, 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 das kann nicht sein. Das kann nicht sein, Mann. Wie immer hat sie sich heldenhaft für uns geopfert. Und hat damit ein gottgleiches Noble Phantasm Upgrade. It's over. It ended just like it imagined. Mesh. Nein, die, na, das kann ja nicht tot sein, das geht ja gar nicht. Ich gebe meinen Chaldea, dann sehe ich meine gute Mesh und dann geht es mir gleich wieder besser, liebe Leute. Was? Ich mag dieses Spiel nicht mehr. Nein, wir hören auf, Mann. Nein, wieso kann ich meine Messi nicht nehmen? Warte. Oh mein Gott! Liebe Leute, Goetia hat hier es wirklich getan und Mesh getötet. Mit ihren letzten Kraft hat sie uns verteidigt. Der Himmel ist blutrot. Das Ende ist nah und der finale Kampf erwartet uns. Für Mesh dürfen wir hier nicht aufgeben. Egal wie sinnlos es ist. Egal wie vergebens es ist. Wir dürfen nicht hier wanken. Sie hat uns diese Chance, diese 1 zu 1 Million Chance gegeben. Und für diese kämpfen wir bis zum bitteren Ende. Beim nächsten Mal geht es dann zum Finale.
zum Kampf gegen Goetia. Bis dahin, haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.